Elmet von Fiona Mosley. Elmet ist ein Landstrich in England, ein ehemaliges Königreich mit vielen dichten Wäldern. Hier lebt John mit seinen beiden Kindern, Cassie, sie ist 16 Jahre alt, und Daniel, er ist 14 Jahre alt. Sie leben in einem kleinen Holzhaus, das John selbst gebaut hat. Die Kinder gehen nicht zur Schule. Sie sind viel im Wald und lernen in der Natur. Sie bauen ihr eigenes Gemüse an, jagen Kaninchen, halten Hühner. Sie versorgen sich selbst. Das klingt jetzt nach idyllischem Aussteigerleben, das ist es aber nicht. Von Anfang an gibt es eine Bedrohung. Mr. Price, ein Großgrundbesitzer, für den viele in der Gegend schwarz arbeiten und die er tyrannisiert und unterdrückt. Auf seinem Grund steht auch Johns Haus. Und jetzt kommt er und erhebt Anspruch. John ist ein großer, kräftiger Mann, der ab und zu Geld verdient mit illegalen Faustkämpfen. Er schmiedet einen Plan, denn er möchte sein Glück nicht kampflos aufgeben. Eine Geschichte über Gewalt, über Kämpfen und Jagen, erzählt aus der Perspektive des 14-jährigen Daniel, der ganz anders ist und kein Interesse hat an Männerdingen, sondern eher an Literatur und an Kunst interessiert ist, der die Wolken beobachtet und den Flug der Mauersegler, der jetzt aber konfrontiert ist mit finsteren Mächten, die sein und das Leben seiner Familie bedrohen. Ein Roman, sehr kraftvoll und ausdrucksstark in der Sprache. Es ist der erste Roman von Fiona Mosley, der gleich für den Man Booker Preis nominiert wurde. Ich denke, wir werden noch viel von ihr hören. Elmet von Fiona Mosley.